Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir sind absolut überladen, infiziert, Knochenbrüche, alles kaputt. Einige von uns sind absolut zerstört. Ja. Also es war ein Abenteuer, das seine Spuren hinterlassen hat. Ja, wie in echt, ne? Aber es war es wert. Oh, Entschuldigung. Eigentlich war es das überhaupt nicht wert. Also der Loot war... Wenn wir wenigstens ein bisschen Munition nicht recht hätten. Oh, Munition. Ja, und Knarren, fette Knarren. Aber wir haben ja nichts gekriegt, ja. Blechdose. Weißt du, was ich bei Carmen gekriegt habe, als ich diese Kiste auf hatte? Nein, aber du wirst es gleich verraten. Nö. Das siehst du morgen. Nein. Ich habe eine vollautomatische Schrotflinte Stufe 4 gefunden. Und ich habe Munition gefunden, 7,62er, weiß ich nicht, 3 Stacks oder so, Magnum-Munition ohne Ende. Also ich war absolut ausgestattet wie Rambo. Oh, hast du schon eine Rohrzange? Ich habe keinen Platz mehr. Ja, ich nehme sie dir mit. Alter, die hat Hunger und das ist schon rot. Ja, da ist, wir sind fast am Kochtopf. Hast du noch was zu essen? Irgendwas? Ich habe eben noch so ein ekliges, verkohltes Fleischstück gegessen. Mann, wie schnell bist du denn? Man nennt mich nicht umsonst, Mr. Quickfick. Als ob, ey. Lass uns Geschlechtsverkehr haben. Ich bin fertig und du? Für mich war's schön. Müssen wir jetzt immer, ja. Und nicht vergessen, Leertaste, damit du oben bleibst. Nee, ich gehe einfach ganz normal. Tatsache, hier kann man stehen. Oh nein, kann ich nicht. Ich gehe ganz normal. Ich wäre fast ertrunken, Jasmin. Du musst ein bisschen hoch machen dann. Es war ein posttraumatisches Erlebnis. An da oben gucken reicht. Also habe ich gerade gemacht. Okay. Weird. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber wenn du das sagst. So, ich mache uns jetzt hier mal richtig gegrilltes Fleisch. Richtig gegrilltes Fleisch. Was ist denn falsches gegrilltes Fleisch? Falsch gegrilltes Fleisch ist auf dem Kontakt. Nein, schmeckt tatsächlich. Du hast zwar diese Rauchnote nicht. Jetzt kommt Kritik von jedem Grillfanatiker, Holzkohle-Grillfanatiker, aber Kontaktgrill schmeckt tatsächlich geil. Papa hat jetzt auch einen. Ja, der ist ja auf Gasgrill umgestiegen. Achso, nee, Kontaktgrill. Ja, Kontaktgrill hat er jetzt auch. Der eskaliert. Mhm. Nee, schmeckt schon geil halt, ne? Ist denn. Aber ist halt vom Stromverbrauch, finde ich die so extrem. Ich habe es tatsächlich gegoogelt, ob ein Kontaktgrill sich im Vergleich zum Herd lohnen würde, um Fleisch anzubraten. Die Antwort ist nein. Wer hätte es gedacht? Ja, ich könnte höchstens noch, aber ich möchte das nicht zerlegen. Wieso habe ich einen Knochen hier drinne? Weg mit dem Schmutz. Jetzt kriege ich wieder Nahrung. Ich habe hier auch noch Nahrung gehabt. So, und dann können wir nochmal 3 Eiers kochen, nicht? Gekochtes Ei. Mache war. Wieso sagt der 2? Achso. So. Wie viel Wasser hast du noch? 6. 6. Kann ich den Beutel nehmen? Ach ne, Knochen will ich nicht. Du hast 6 Wasser. Ja, das reicht bis nach Hause. Ich will jetzt erstmal zurück. Geh du mal schon mal in den Herd, da sind noch 2 Fleisch für dich. Danke. Ich mache in der Zeit hier mal das Gestrüpp weg, damit wir unser Zelt aufschlagen können. Für ein Zelt? Ich will nach Hause gehen. Warte, hier kocht doch noch das Wasser. Und 3 Ei gibt's auch noch. Oh, mach ich nicht. Du weißt, ich hab bei sowas nicht so viel gedrückt.
Ja, ich koche ja schon schneller. Warte du einfach schneller, ja? Du kannst ja schneller warten, wenn es dir zu lange dauert. Geht nicht. So, das Restwasser, was jetzt kommt, ist für deine Wenigkeit. Das was? Das Wasser? Das Wasser. Alles? Ich weiß nicht, wie viel ist da noch drin? Drei. Drei? Ja, gönn dir. Dann wieder so viel, ne? Ich hab dann ich hab 10 Stück. Ja, passt. Ja. Kannst du da mal wieder rausgehen? Sehe ich so aus? Geh da wieder raus. Sehe ich so aus? Ich schaufel unter dir die Erde weg. Warum? Es geht nicht. Die ganze Zeit schon raus, Junge. Was will du von mir? So, das kommt weg. Hier ist nochmal 10 Lehm, bitteschön. Achso, aufs Ei hat sie gewartet. Hey, ich habe auf Geist gewartet. Ich habe mir das Trinken rübergeholt. Oh. Warte, das Ei hat noch pausiert. Ja, ich gehe trotzdem schon mal, weil du bist sowieso schneller als ich. Ja, das sehe ich genauso. Ich habe kaputtes Knie, kaputte Hand und irgendwie einen gebrochenen Knochen. So, ich habe mal den Kochtopf mitgenommen und das Grillrost. Ja, das war so fein. Das war richtig clever von uns, dass wir das hier zwischengelagert haben, ne? Damit wir nicht so weit schleppen müssen. Federn. Hier, ey. Ich will nach Hause. Den kleinen Käseschwein. Ja, ja noch so lange. Nee, den baue ich nicht ab. Ich wollte nur die Zeit überbrücken. Ey, jetzt hat die schon wieder Hunger. Okay, ich warte hier vorne, ne? Stimmt. Alter. Ich warte hier vorne, bis du auf mich gewartet hast. Oh. Warte mal kurz. Jaja, ich warte. Das Haus ist noch so lange weg. Aber wir haben jetzt ordentlich Meter von der Karte aufgedeckt, ne? Ja, aber das sind jetzt auch ordentlich Meter, die wir wieder zurückgehen müssen. Was? Ist das wirklich deine Ansicht der Dinge? Hier eine Eiswelt, Schneewelt. Der Heimweg ist doch immer am schnellsten. Nee, anscheinend nicht hier. Und wieder durchs Wasser. Ja, ich nehme diese Stelle hier, weil die besonders schmal ist. Mhm. Du bist infiziert, nimm Antibiotika. Ja, herrlich. Ich hätte ja gern ein bisschen Honey. Also ich bin mir noch nicht sicher, was das jetzt gebracht hat, hier das zu leveln, dass ich Erze, Bäume und Co. angeblich mehr kriegen soll. Mir fällt das nicht auf, dass ich mehr kriege. Ja, bei mir auch nicht. Wenn du hier mit der Eisenaxt draufhaust, wie viel hast du pro Hit? Geh weg. 107, 232, 30 XP. Nee, ich meine Holz. 22. 29, 36, 81. Oh, danke, ich habe jetzt noch einen Punkt. Dann hast du nur 2 Holz weniger im Durchschnitt als ich. Deswegen finde ich das ja komisch. Ja, irgendwas stimmt hier nicht mit dem Spiel. Ich habe 8. Zwischen 8 und 9 pro Hit. Ich, 15 steht, wenn ich einmal zuhaue. Mit einem Schlag? Ja, ich gucke jetzt gleich nochmal. Wir gehen jetzt mal zu der Tanne da. Nee, wir gehen jetzt hier rüber, weil wir müssen eh da lang. Oh ja, ich weiß, du kannst nicht laufen, Mann. Ich will nur einmal hier kurz zum Vogelnest. Und zum Baumstumpf in der Hoffnung auf Honig. Ich bin nämlich infiziert. So, ich hau jetzt hier einmal gegen, ne? Ja. 8.
Ich habe auch 8. Wieso machst du denn genauso viel Damage wie ich? Ich habe das gelevelt. Meine Punkte hier verteilen. Diese verdammten Hühner. Eins. Zwei. Da habe ich ein paar Nuggets gefangen, ne? Ein paar Chicken Wings hier. Boah, den können wir uns aber ordentlich auf den Grill schmeißen heute Abend, oder? Werden wir mal festlich dinieren, werden wir da. Wenn wir lebend ankommen, ich bin nämlich schon wieder durstig, ne? Aber der Hinweg hat ja auch geklappt irgendwie. Oh, wir werden speisen wie die Könige, Jasmin. Speisen, sag ich ja. Speisen wie die Könige. So, du kriegst Knochen zu essen, Jasmin. War da nicht noch irgendein Schmutz dabei, den ich nicht haben wollte? Ja. Was bist du denn jetzt? Jasmin, es wird dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. Ja, deswegen gehe ich jetzt hier oben lang. Oh, windig wird's hier. Ja. Ein Sturm zieht auf. Ich verhungere, natürlich. Die Götter sind erbost. Hä, du hast doch noch Essen, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Willst du noch was haben? Ich will jetzt erstmal gehen. Okay. Wenn rot ist, sag Bescheid. Ich bin das. Dann gebe ich dir was. Du bist sehr hungrig, deine maximale Ausdauer wurde verringert. Das kommt eh nicht mehr drauf an, weil ich sowieso noch langsam laufe. Jetzt wird mir auch noch kalt. Okay. Aber dahin, ich gebe die Brücke, das ist besser. Statt durchs Wasser. Ja. Oh, jetzt wird dir noch lahmarschiger hier. Oh, gehst hier wieder Bobo vom Herrn, du. Gewitter. Gewitter? Ist da Gewitter? Wo ist Gewitter? Unter mir? Hm? Ja, neben mir. Ah, okay. Ich wusste gerade nicht, wo du bist. Da liegt ein Rucksack links. Links? Rucksack? Ich glaube, den hatte ich vorhin schon geguckt. Okay, hier ist ein Pappkarton. Ein Pappkarton. Der ist unberührt. Ja, das ist gemein, ey. Dass ich schneller bin? Du bist viel schneller. Dann gehe ich nochmal zum Vogelnest. Ja, normalerweise läufst du ja immer vor, ne? Weil du schneller bist. Geht gleich los, jetzt, ja. Jetzt weißt du mal, wie ich mich fühle. Zurückgelassen. Keiner wartet auf mich. Das ist ein wirklich schönes Lied. Mimi, 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 ist kalt, suche Kleidung für einen Unterschlupf, zünden Lagerfeuer. Nein. Oh, hast du keine Kleidung an? Ich weiß nicht, ich kann mich selber gerade nicht sehen. Nein, ich meine, du ziehst dich ja nie an, du hast ja nur Rüstung. Ich habe doch nur Hose und das alles an. Okay, das ist ja der Fall. Oh nein, Gewitter! Ist da Gewitter? Ich hab da eine Hose und so. Ja, ja, ist doch alles gut. Wir haben halt die Möglichkeit, in ein Haus Unterschlupf zu suchen. Aber ob du das möchtest? Andererseits, ob du die Wahl hast? Ah. Soll ich mal gucken, ob das gelbe Haus hier safe ist? Dann kannst du in Ruhe hier ankommen. Ich bin jetzt nicht besonders schnell, wenn ich dahin eile. So, Eingang ist links. Das könnte man noch ein bisschen abbauen hier. Ich
Ah, schon wieder Flugzeug. Ja. Aber ich sehe es immer erst nicht. Hä? Ich sehe es gar nicht. Ja, ah, da hinten. Oh, ganz weit weg. Hat er es abgeschmissen. Guten Tag, junge Dame. Das ist unser Unterschlupf. So, dankeschön. So, ich klima die Bude. Oh, die ist aber groß. Die ist mit Keller. Ich bin runtergefallen und kriege hier voll auf die Fresse. Ich kann dir nicht helfen, weil ich nicht so schnell bin. Alles gut, ich mach die fertig. Einen habe ich schon, jetzt ist nur noch einer hier. So, jetzt werde ich schon mal trocken. Wieso noch Kies, wenn du möchtest? Nee, ich habe ja keine Kraft. Ich kriege ja dann sofort wieder Hunger. Ja. Das stimmt allerdings. Magazinvergrößerungsmod. Hab ich schon eins, glaube ich. Jetzt muss ich aber irgendwas aussortieren. Das Maismehl kommt weg. Das können wir selber machen. Den Verband kann ich nehmen. Das Gammelfleisch bleibt. Müllhügel. Da ist aber nur Müll drin. Oha. Guten Tag, junger Herr. Hier ein. Haben Sie sich auch vor dem Regen versteckt, junger Mann? Versteckt. Versteckt. Und das, was geht? Das geht jetzt nicht mehr. Wo habe ich denn eben gerade einen Space voll gemacht, wo ich eigentlich keinen voll haben wollte? Was ist... Nee, das... Was weiß ich denn? Nimm jetzt das Wasser. Oh, das ist ein schönes Bild. Hallo? Wiedersehen, da sind ein paar mehr drin. Ja, dann los, weg hier. Ja, ich denke auch, ich sollte hochkommen. Ich konnte mich gerade ein bisschen... aufwärmen. Ja, ich stand draußen auf dem Auto. Oh, ist das ein Riesenloch, wie komme ich denn hier wieder raus? Hey, ne, Patrick. Wo bist du denn? Gibt's hier noch eine Tür nach draußen? Bist du drin oder draußen? Draußen, ey. Ich gucke gerade, ob ich das hier oben aufschlage. Das Fenster hier. Ja, ich versuche mal auszubrechen. Ich ziehe hier das Fenster oben auf. Oh. Okay. Huch. So. Hier, hä? Ich bin draußen. Geht nicht. Nee, gar nicht. Ich bin in einem Raum. Hey, wo bist das du denn? Das ist ja ganz hinten im Haus. Wieso gehst du nicht nach vorne? Hier kann ich dir die Tür einschlagen. Wieso ist denn das Haus so verdammt groß? Hier, ich schlag dir die Tür auf. Das sah von außen gar nicht so aus. Ich eile. Ich muss sie erstmal aufschlagen. Sie ist gegen die Tür gelaufen. Keine Ausdauer. Ich auch nicht. Oh Gott, wie komme ich denn dahin, wo du bist? Und ich bin so langsam. Wieso bin ich denn so krass langsam? Ja, ich habe keine. Aber warte. Ja. Ja, gleich bist du hier. Ich komme. Hier ist aber auch noch eine Falle. Ja. Ah. Okay. Ja, war ein netter Besuch. Ich habe das Gebäude geklärt. Also wenn du willst, kannst du dich da drin aufwärmen. Nö, nö, ich gehe jetzt ein. Ich bin mir ganz sicher, dass ich alle Zombies erwischt habe. Ganz alleine. Nicht. Also die Musik ist immer noch ein bisschen gruselig. Vielleicht, dass da einer übergeblieben ist. So kommt ein Auto. Links. Rechts. Links. Kein Auto. Aber die Sonne kommt raus. Ah! Gewitter! Da müssen wir lang. Oh Gott, ich wäre jetzt nach links gegangen. Instinktiv.
ohne drüber nachzudenken. Ist doch ein nettes Abenteuer, oder Jasmin? Was hab ich denn hier? Herpes. Elektrische Aber ich wollte nichts sagen. Elektrisches Teil, hast du das? Oh, ja. Jetzt hier... Wo ist er denn? Im Haus. Hier, ich gebe dir hier einen Sack. Ja. Da. Oh, danke schön, Jasmin. Oh, bitte. Jetzt kommt die Sonne schön und trockne ich wenigstens. Ja. Ich bin auch schon 71% nass. Also noch. Oh, diese Musik. Gut. Immer so viele bei der Musik. Du hast Musik? Scheinwerfer, Schraubenfeder, Schraubenfeder, die können wir doch zerlegen. Aber dann müsste ich einmal irgendwas aussortieren, was ich vielleicht bereue. Weißt du was? Dann machen wir das so. So? Dann nehmen wir das mit. Ach komm, ich gehe jetzt weiter. Wo bist du denn? Ich verhungere auch. Ich sehe deine. Ja, komm her, komm her, komm her. Hast du roten Teller? Ja, hier unten bin ich. Wir müssen hier lang. Ja, ich sprinte zu dir. Okay, warte, Jasmin, ich rette dich. Ich könnte noch mal vier. Ja, ich könnte noch mal vier Steaks machen, wenn du willst. Ich will jetzt erst nach Hause. Also ich habe noch 24 Fleisch. Wenn du möchtest, dann koche ich noch mal für dich. Hä, hey, wieso stelle ich denn jetzt dann. Scheiße her? Nee, geht das nicht. Kommst du klar? Da ist ein Dia. Dia, kommst du klar? Ja. Kommst du mit? Ich gehe nämlich schon mal. Ja, du geh mal weiter Richtung nach Hause. Wo ist es hin? Ah, da, ein Bunny. Ach, das krieg ich doch eh nicht. Alle Geräusche gemacht. Der ist so mega weit weg schon wieder. Das ist ein Stein. Schade, dass man nicht sieht, wo die Honigbäume sind, ey. Ja, wenn da so ein Bienennest dran wäre oder so, das wäre geil, ne? Ja. Dass du dann genau sehen kannst, oh, den Oder du hörst jetzt. Halt die Bienen, ne? Das wäre dann auch ganz cool. Ja. Und dass sie dich nicht angreifen würden, wenn es sie gäbe. Das wäre halt auch eine ziemlich nette Geste. Wo bist du? Ja, am Müll. Ich habe zwei Kleber. Na, ich nehme Plastikmüll auch schon gar nicht mehr mit jetzt, ey. Kannst du mir geben, habe ich sowieso. Oh, toll, habe ich jetzt immer weggeschmissen. Oh, hier ist ein Fettsack. Warte mal, ich mache den Weg frei. Oh ja, machst du den? Raiffeisen und Volkswagenbanken. Wir machen den Weg frei. Kriegst du hin, ne? Na, Sigi. Ich bin noch, Borrendo. Das sieht aus mit den ganzen Pfeilen da drinnen. Mai, oh Mai. Die möchte ich aber wieder haben. Aber viel XP gekriegt, ey. Du? Ja, ich auch. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was ich gekriegt habe. 1-2 fast. Oh, das ist ordentlich, ne? Nicht. Denke ich. Nicht, also doch. Wie weit ist das noch bis nach Hause? Lange, das Bett ist noch ganz klein. Wobei, so weit ist das gar nicht mehr. Das ist nur noch ein Kilometer. Und jeder weiß, dass ein Kilometer... lange sein kann, wenn man verletzt ist. Ja, aber ein Kilometer, das sind ja nur 1000 Meter. Muss man einen Schluck trinken. Und dann, das Huhn ist über den Baumstamm gesprungen. Ist nicht dein Ernst. Alter, ich hab's Huhn erlegt, ne? Das glaubst du nicht. Außengang, auf Distanz, mit einem Schuss, perfekt ne? Also, ich weiß schon, was hier läuft eine Hase rechts. Also, falls du willst, ich kann jetzt richtig viel Steaks machen. Ich muss erstmal Erdhauen. Steinpfeil-Munition. Leichenfaden. Ich kann alles kaputt machen, nichts mehr mitnehmen.
So, nach Hause geht's da lang. Wo bist du denn? Ja. Ah, da. Geh Richtung nach Hause. Okay, alles gut, alles gut. Ich will nur ein wachsames Auge über dich haben, weil ich ein aufmerksamer Mensch bin. Oh. Maismehl. Gammelfleisch. Und? Ein Hühnchen. Aber das ist so weit weg. Ich würde ein... Oh. Ich würde einen einzigen Versuch wagen. Ich hätte es getroffen, wenn es nicht gelaufen wäre. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Naja, das ist mir jetzt der Aufwand nicht wert. Ich kann gar nichts mitnehmen. Ha. Oh ja, was? Ich kann auch keine Eier mehr mitnehmen. Was ist das denn jetzt? Für ein Schmarrn. Oh, weil ich Knochen dabei habe. So, das wird mir jetzt nicht nochmal passieren, Jasmin. Warum braucht man ja auch fürs Knochenmesser? Guck mal, wir sind jetzt schon. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wir sind hier schon im Ort. Nee. Ach. Das kann ich nicht mitnehmen. Das ist auch ein Karton. Eine Dose und 40 Steine. Ja. Wollen wir über die Straße lang gehen, wegen diesem komischen Zombie-Bär, der da in der komischen Disco ist? Welcher Disco? Ich weiß nicht, was das ist. Der ist da noch? Ja, ich weiß nicht. Da sind aber viele Zombies und nach hinten ist ja alles offen. Können wir machen. Also ich weiß nicht, ob die Straße sicherer wäre. Keine Ahnung. Hey. Irgendwer hat doch hier gerade gestöhnt. Ah, ja. Hier. Ja, ja. Bob. Der Koch aus Bobs Café. Ich dachte, Bob der Baumeister. Bob der Kaffeemeister. 628 XP. Ich habe schon wieder nicht geguckt. Oh. Ich geier halt nicht so auf die XP, ja. Wäre aber cool zu wissen, ob ich schon einen Punkt habe. Hast du doch. Nö, habe ich nicht. Ja, hätte sein können, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Hier war doch eben ein Hase. Ey, Barney! Echt, man irgendwie sowieso voll schwer. Hasen, ja. Ich hab mal einen Hirsch geschossen, das war easy. Ich habe auch das eine Mal, da habe ich ein Wildschwein getötet. Ja, ich auch schon öfter. Da war ich mit einer Frau unterwegs und dann sind wir gegangen. Und dann stand, ist sie direkt am Wildschwein vorbei und das guckt nur doof und ich dann Pfeil und Bogen rausgenommen, ne? Und dann hat sie erstmal die Frau angegriffen. Das war lustig. Mhm. Guck mal, hier ist Pops Pawn Shop. Oder Bell's Bakery. Da könnte man gucken wegen Nahrung. Aber da werden ganz viele Zombies sein, Jasmin. Mhm. Das mag sein. Kannst du auch so cool hüpfen? Ich will jetzt nicht hüpfen. Dann ist sie wieder erschöpft und hat wieder Hunger und. Bein ist ganz durchgebrochen. Mhm. 90 Grad Winkel nach links. 24 Minuten Bein. 28 Minuten Hand. Leerer fauler Müll. Was ist denn? Schräg läuft mir vor die Füße. Leerer, fauler Müll. Oh, ein Zombie. Ich mach das. Ja, du holst die ganzen XPs ein hier. Ja. Aber ich krieg die auch, ne? Ja. Wir haben noch geteilte XP. Er geht auf dich. Echt? Ja. Ich hab ihn mit einem Pfeil angeschossen, er wollte trotzdem auf dich. Das wäre so. Siehste, und jetzt zack, hat sie schon wieder Hunger und es leuchtet rot. Brauchst du noch ein Steak? Ich habe nur eins. Ja. Hier, warte. Zack, da liegt es. Frisch gegrilltes Fleisch, nur für dich, Jasmin. Danke. Sag mal, haben wir eigentlich noch was von dem Hühnchen? Nee, von dem Hühnchen haben wir nichts mehr. Nee, ist das alle von heute Mittag? Was ich dann. Hä, wir hatten gestern Hühnchen, du. Ach, das? Oh, das war eigentlich für morgen gedacht. Naja. Aber du kannst ja morgen was anderes kochen. Nur Nudeln oder so. Ich krieg ja, das Hühnchen nicht.
koche ich auf jeden Fall dann nicht mit Fleisch, weil ich morgen bestimmt nicht nochmal einkaufen fahre. Nee, der macht doch morgen einfach nur eine Dose Bohnen, das reicht doch. Wem denn? Haben wir denn noch Wie er den Berg runtergefallen ist. Haben wir denn noch Pilze? Weiß ja nicht. Kannst du sonst nochmal hier diese Soße von heute machen? Wieder mit Pilzen? Die Soße ist halt mega geil. Dann würde ich das mit Brot essen, glaube ich. Würde ich das Brot mit eintunken und dann die Pilze dazu. Das war halt mega lecker. Und Karotte. Halt vegan. Wir gucken, ob wir noch Pilze haben. Schmeckt halt geiler mit frischen Pilzen, ne? Also mit frischen Champignons. Finde ich. Ich fand eigentlich, so wie du das gemacht hast, war das schon ziemlich nice. Also das kam schon fast an meinem italienischen Dressing ran, was ich für dich gemacht habe, mit deinem Olivenbrot und Tomate, Mozzarella. Ich hatte vorhin überhaupt keinen Hunger, ey. Ich hätte die gemacht. Das kannst du morgen machen. Schönes Olivenbaguette, Tomate, Mozzarella. Ja, Olivenbaguette haben wir ja nicht mal. Kräuter selbst gemacht. Ja, wieso, das hole ich denn? Ja, morgen. Ja. Oh ja. Mach ich wieder das Kräuterdressing selber? Oh ja, lecker. Schön mit Knoblauch und Schnittlauch und Basilikum und frische Petersilie. Oh, lecker. Und so weiter und so weiter. Mozzarella haben wir ja noch. Darf nicht zu viel sagen, ist ein Geheimrezept. Und dann das leckere Dressing mit dem Brot. Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich richtig drauf. Das ist so das, lecker. Das, was aussieht wie Cocktail-Dressing, aber überhaupt nicht cocktailmäßig. Ja, ja, das mache ich dir auch. Habe ich ja auch aufgegessen. So lecker, ey. Das habe ich den einen gestern, ne? Habe ich das auch nur auf mein Brot geschmiert wieder. Der hat ja Peter auch gemacht gehabt. Ja, nur aufs Brot und so gegessen. Das habe ich ja von Peter tatsächlich. Da muss ich zugeben. Und Mozzarella, glaube ich, auch. Das ist halt nicht mein Meisterwerk, ne? Nicht meine Kreation. Aber du hast es ja auch gut gemacht. Danke. Oh, das ist so lecker. Oh, da freue ich mich aber morgen drauf, ey. Oh. Doch. Und dieses Olivenbrot ist lecker, ey. Das Olivenbrot, das geht schon echt geil, ne? Sehr lecker, finde ich. Das ist halt auch geschmacklich mal was anderes. Oder Baguette ist ja, ne? Aber. Ja, das ist gut. Das ist schon echt lecker. Obwohl ich ja Oliven selbst gar nicht mag. Aber es ist nicht so streng. Das hat so einen ganz leichten Geschmack. Naja, Oliven selber esse ich nicht. Olivenöl oder Olivenbaguette zum Beispiel finde ich richtig geil. Das schmeckt lecker, ja. Olivenöl trinke ich flaschenweise. Alles voll bitter, wenn du zu viel davon nimmst, ey. Stell mal vor. Ey. Ich habe mal als Kind. Komm, geh mir runter, ey. Ich hatte als Kind. Meine Mama hat immer mit mir geschimpft, weil ich ständig aus Flaschen gesüppelt habe, ne? Ist ja heute noch. Ja, also hat sich nicht geändert, nur dass heute keiner mehr mit mir schimpft. So. Hä? Okay, du schimpfst mit mir, aber du erwischst mich ja nicht immer. So. Aha. Und dann habe ich immer aus den Flaschen gesoffen und dann war im Kühlschrank stand Sonnenblumenöl. Und ich wusste nicht, dass das halt Öl ist und ich dachte so, war kein Wasser drin, keine Milch, kein Saft. Und ich so, boah, nimmst du davon Hieb, ne? Ist irgendwas Neues, bestimmt gesund, schmeckt bestimmt geil. Hab so gedacht, ein Saft oder so. Und dann habe ich mir da so einen richtigen Hieb in den Mund gekippt. Oh, das war so widerlich. Das schmeckt echt furchtbar. Kann ich nicht empfehlen. So ein Hieb Sonnenblumenöl, aber auch einen großen Schluck, ne? Also ich habe die Mundhöhle einmal volllaufen lassen. Hilft beim Kacki machen. Ja. Hat gut geholfen. Bett wird immer größer, Gott sei Dank. Und hast du schon mal rohes Ei gegessen? Mm-mm. Also roh? Mm-mm. Ich habe das mal gemacht. Mit Kakaopulver. Dann hast du so einen Proteinshake oder was? Das sollte es werden. Das sollte meine gesunde Variante eines Proteinshakes werden. Also habe ich Milch. Salmonellen, Alter. Ja, schön Salmonellen. Habe ich aber nicht gekriegt. Da habe ich das Ei in Glas gemacht. Und dann ein bisschen Milch dazu und habe das verrührt mit einem Schneebesen, ne?
Das Einzige, was, also es ergibt keine richtige Bindung. Das Einzige, was passiert, wenn du das per Hand rührst, ist, du trinkst erst Milch und dann kommt so ein Glibber hinterher, der so sich richtig den Kehlkopf hinterherzieht. Boah, das. Und dann geschmacklich war das auch nicht der Hit. Also habe ich das nochmal versucht und habe da Kakaopulver mit reingemacht, damit es nach Schokolade schmeckt. Und dann habe ich einen Kakao gehabt, wo auf einmal so richtig ekliger Glibber hinterher kam. Ja, lecker, ey. Ja. Das war nicht geil. Das glaube ich. Ich hab einen Baum gefällt, Jasmin. Ein riesiges, ich glaube, das war, ich bin ja kein Botaniker, aber ich glaube, das war ein Mammutbaum. Schon wieder, weil der so riesengroß war. Huhn, stehen bleiben, stopp, halt, keine Bewegung. Und es bewegt sich trotzdem. Brauch ein Scharfschützengewehr. Brauch ein Scharfschützengewehr für das blöde Huhn. Den kriege ich doch nie. Ich hab's erwischt. Hör mir auf. Ich war voll zuversichtlich. Ich wusste, dass der trifft, obwohl es zickzack gelaufen ist. Wolltest du doch gerade schon loslegen mit der Scheiße. Ich treff das Vieh nicht. Nein, ich wollte so. Ah, Scheiße. War doch klar, dass ich direkt treffe. Beim ersten Versuch. Wolltest du nicht? War der dritte, ne? Ja, ich glaube. Doch, wollte ich. Jetzt habe ich nicht genug Ausdauer, um das Huhn vernünftig auszunehmen. Ich genehmige mir mal einen Schluck Wasser. So, die Nacht bricht herein. Hä? Schon. Viertel vor vier. Hä? Ist gleich 12. Hä? Mensch. So, 17 Minuten noch, dann ist mein Bein wieder heile. Also sind ja eh gleich zu Hause, Gott sei Dank. Ja, dann können wir nochmal Wasser abkochen, Kisten einsortieren. Wir wieder Wind. Wir haben jetzt 37 Minuten. Aber, wieder Hunger. Ja, komm, ich würde sagen, dass wir zumindest noch bis nach Hause unser Abenteuer fortsetzen. Ich habe schon wieder Hunger und es leuchtet rot. Warte. Möchtest du gekochtes Ei? Ich komme zu dir gesprintet. Ich bin doch für dich, bin ich doch da, ne? Hier, ich denke an dich. Ja, aber Ei ist ja halt. Es hilft dir vielleicht, um nach Hause zu kommen. Ja, das wahrscheinlich, ja. Jasmin nach Hause telefonieren. Ab jetzt musst du die Sachen roh essen. Ich hätte für dich ein rohes Ei. Aber statt Kakaopulver kann ich dir Kaffeepulver anbieten. Kakao. Dann hast du einen koffeinhaltigen Proteinshake. Lecker. Lecker, sagt er. Der Jägersmann, der schaut sich eine Brücke an. Fideralala, Fideralala, Fideralala. Wenn er nach der Brücke nach links geht, da schon unsere Basis steht. Tralalala, tralalala, tralalala. Aua, au! Au, es tut mir leid, Ma'am. Ich wollte eurer Arroganz nicht im Wege stehen. Ja, das ist sehr gut. Ich mach dir einen Penis. Ist hier jetzt wieder Loot drin eigentlich? Nö. Ein leerer Müllberg. So, den Rest schaffst du alleine, ne? Nein, ich bleib bei dir. Falls du Hunger hast, ich hab noch ein rohes Ei für dich. Ich möchte dir halt ungern das Fleisch geben, weil das sind 49. Eins dazu macht glatte 50, sind 10 gegrillte Steaks. Alter, dein Ernst? Deswegen willst du mir kein Steak geben, Junge? Es ist roh, Jasmin. Oh. Das macht nur 2 Essen. Ja, aber ich hab gedacht, das wäre fertig.
Nein, das Fertige gebe ich dir nicht. Das ist meins. Ich habe noch Speck mit Eier und Kartoffeln mit Steak. Aber das ist nur für mich. Ach, gleich geschafft, ey. Das ist echt ätzend, wenn du verletzt bist und nicht richtig vorwärts kommst, ey. Und dann den ganzen Weg zurück musst, Alter. Und kein ja. Fahrrad ist nix. Aber wir sind ja in 240 Metern zu Hause und dementsprechend könntest du ja einen kleinen Kurzstreckensprint einlegen. Da mache ich ja die ganze Zeit zwischendurch. Ach so, oh Gott, das hält ja nicht lange. Mehr hast du nicht drauf? Zieh, 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 zieh. Und dann macht sie wieder Pause. Das ist wieder so typisch, wa? Meter laufen. Ach ja. Ich bin ja bei dir, Jasmin. Ich bin ja bei dir. Ah, da kann man aber auch nichts nehmen, irgendwie so an Medikamente oder Medizin, ne? Wenn dir dein Bein gebrochen ist. Die Schiene hätte ich mitnehmen können. Ja, Schiene hättest du jetzt. Bringt das denn was, wenn ich laufe? Bin ich dann schneller oder heilt du das kannst schneller, denn trotzdem oder? Nicht laufen, aber du hast, glaube ich, eine halbe Stunde weniger am Beinbruch. Also ist, ich glaube, das halbiert. So, wenn ich jetzt sterbe, ist egal, da ist nicht so weit. Ich glaube, das halbiert die Behinderung im Bein. Ja. Und was ist mit dem Kopf? Was ist mit dem Bruch? Im Kopf, habe ich gesagt. Oh Gott. Nee, tut mir leid, Jasmin, da können wir nichts mehr für dich tun. Für dich auch nicht mehr, du schwerhöriger Typ. Was hast du gesagt? Oh, nee. Der Wald hier. Also, ein Bruch ist doch eine Art Behinderung. Also, weil du bist ja verhindert, gesund zu laufen. Oder da, du bist daran gehindert, richtig zu gehen, aufgrund eines Bruches. Letztendlich ist es dann trotzdem noch ein Bruch, aber... Ah, vertiefen wir das Thema nicht. Nachher löst das noch Shitstorm aus. Da ich keinen Bock drauf. Ich hab schon gar nicht. Hier ist ein unsichtbarer zugehört, Baum. So. Ein Schluck Wasser hier kurz vor der Haustür. So, ich mach uns mal ordentliche Steaks fertig, wa? Wir müssten auch bei Gelegenheit, wir haben jetzt außen die Leiter unten zubauen eigentlich. Ja, Mais. Mais können wir in Überfluss anbauen, aber... Bringt halt irgendwie nichts, ne? So, neun... Ey, hier ist ein Baum ins Haus gefallen. Pass doch auf, was du da tust. Weiß ich doch nicht, wo der hinfällt. Oh. Ist was, Dog? Cool. Ich packe jetzt hier einen zweiten rein und noch einen rein. Dann geht das alles schneller. Und dann mache ich Rezepte. Hier. Jetzt haben wir aber voll viel Zement. 3190. Ist das sauber? Ach nee, warte mal. Ich habe hier noch wer. Noch wer? 3205. Sie hat da noch wer? Noch mehr. Meine ich. Leben haben wir auch knapp drin. Da habe ich das Wasser natürlich am Fluss nicht nachgefüllt, habe ich 7 leere Gläser. Ah, bist du blöd. Ich bin so dumm. Nein, Spaß. Er ist sehr intelligent. Ach, sprich es ruhig aus, Jasmin. Was? Dass du doof bist? Schande, Schande über mich. Schande. Aber ich habe Bauchweh. Jucka, Jucka können wir machen. Jucka. Brauchen mehr Beete, wa? Saatgut, da schmeißen wir mal den Yucca rein. Können auch Heidelbeeren anpflanzen, Kürbis, Hopfen und Yucca jetzt. Allerdings dauert das alles noch ein Momentchen. Momentchen.
Ja, ich bin noch nicht so weit. Nee, bist du nicht mal. Ich würde jetzt das Eisen ungern komplett einschmelzen. Das Klebeband jetzt wieder hingepackt. Fragezeichen. Ja. Aber das Messing können wir ja eigentlich komplett einschmelzen. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Mhm. Was? So. Dann hätte ich gerne mal einmal bitte, können wir das vielleicht einrichten, dass wir Nägel herstellen, und zwar vorzugsweise 30 Stück. Cool. Denn ich würde gerne hier später die Küche aufbauen. Nee. Und hier vielleicht schon mal so ein bisschen Lager anfangen. Dass man da schon mal ein bisschen sortiert. Hey, wo hast du die Federn hingepackt, Boy? Die habe ich alle zerlegt. Da oben. Achso, das geht doch zügig. Da haben wir doch schon 30 Nägel. Können wir mit 30 Nägel, da können wir mal eine beschreibbare Kiste machen. So. 3 Stucken. So, den packen wir hier hin. Ich weiß gar nicht mehr, wir brauchten 3 Kochtöpfe, aber ich weiß nicht mehr wofür. Werkbank? Möglich. Ach, scheiße, ich lasse die erstmal hier. Ich rüste das jetzt nicht auf. Echt? Nee, noch nicht. Ich will jetzt hier nicht alles rüber stacken. Da das aktuell noch nicht so beschriftet ist, verliert man so ein bisschen den Überblick, ne? Da gehen zwei. Das Holz drin in der Kiste. So, dann haben wir hier nochmal die Mods und Teile. Eine zum Bauen. Mods. Teile zum Bauen. Dann habe ich noch Kotzsand. Federn. So, und jetzt würde ich hier gerne einmal ein bisschen anfangen, Kisten zu platzieren. So. Werkbank kommt später hier, dann hat man eine schöne Aussicht. So. Dann machen wir hier Fruit. Downhead. Lehm. Oh nein. Wieso geht denn das nicht? Habe ich da was falsch gemacht? Habe ich noch was? So können wir es. So können wir es. So, hier machen wir noch Transformer. Zubehör.
Ja, na siehst du, haben wir es doch geschafft. Und hier als Übergangslösung erstmal Patronus. Obwohl, die Patronen können wir ja eigentlich auch drüben lassen. Erstmal. Ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Da müssen wir mal schauen, müssen wir mal schauen. So, dann brauche ich aber das hier. Das hier. Das hier. Ja, ist in genau der Kiste, in der ich ran muss. Genau die. Oh, du armer Boy. Jetzt habe ich mein ganzes Werkzeug erstmal repariert. Wo kommt das Maismehl hin? In der Küche, also in den anderen, in den Kisten. Mhm. Und wo stand ich gerade vor? Müsste in der oberen sein. Ja, du bist doch da gerade. So, warte, bevor die da wieder reingeht. So. So. Heißt, wir haben einmal Grut. Dosenfutter haben wir ja nicht mehr so viel, weil du hast ja alles auf dem... Du hast ja alles geschrottet. Ups. Bisschen was würde ich gerne auf Tasche behalten. So, dann haben wir noch Stein. Also ich krach das nicht zusammen, ey. Boah, ich muss essen, sonst sterbe ich gleich. Und Lehm. Kann sein, dass wir das noch mal ein bisschen umsortieren später. Wenn wir wissen, wie oft wir was für was brauchen. Hm. Ich weiß nicht, wie viel man davon finden wird. Kann man diese Dosen eigentlich auch kochen? Oder muss man die nur pur essen? Nee, kann die Dosengerichte? So ja. Die kannst du nur so essen, glaube ich. Also nicht warm machen. Ach so, ja. Weiß ja nicht, wie groß die zu stecken sind, aber... Soll ich hier vielleicht auch noch ein Geländer ranbauen? Ich fahre hier bestimmt mehrfach runter, sonst... Ich würde sagen, noch mal erst einmal so. Jetzt würde ich hier aber doch gerne die Knarren reinschmeißen. Waffen. Damit man das ein bisschen sortieren kann. Munition. Das ist Werkzeug und Mods. Wir haben ja da echt wenig Ordnung drin, ne? So, ich würde sagen. Ja, ich bin ja auch bald so weit. Ich bin ja auch bald so weit. Ne? Ich muss hier nur noch kurz ein bisschen. Komm mal nach oben hier. Oh.
auch geil. Wo bist du denn? Hat was mit der Leiter verändert? Wo bist du denn? Sag, ich will nach oben. So. Hm. Ein Scharkgewehr. Selbstgebautes Gewehr. Das ist ja nochmal was anderes hier. Das ist besser als... Okay. So, dann haben wir noch diesen ganzen... Ah, nee, warte, das ist ja für... Ich weiß nicht, ob wir diese Stufe 1 Sachen behalten wollen. Da ziehen wir mal hier runter. Zeitzündermunition. 5 Stück. 762er Muni kommt ja auch hier mit hin, ne? Weiß nicht, ob wir die Stacks mal voll kriegen. 9 mm passt in den Revolver. Magnum, dafür haben wir noch nichts. Pack ich mal nach unten. Schießpulver, Patronenhülsen und Geschossspitzen. Ich gehe jetzt. Schon mal. Ja, ich wollte nur ganz schnell, aber mein schnell kennen wir ja alle, ne? Ja. Auch wir machen mal nächstes Mal weiter. Wir sind jetzt schon fast bei der Stunde. Oh Gott. So. Ja. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder. Und morgen wird mal ein bisschen gebaut, oder Jasmin? Ja, ich denke. Morgen mal wieder ein bisschen bauen, ne? Ein bisschen schick machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gern ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.